Wir haben einen Absolutbetrag 2r minus 3 und ein Viertel kleiner als 2,5 und wir wollen eine Lösung für r finden. Hier sollen wir von Anfang an mit dem Betrag umgehen. Wenn wir sagen, dass Betrag x kleiner als 2,5 ist, das heißt, dass der Abstand von x bis 0 kleiner als 2,5 ist und das wiederum heißt, dass x kleiner als 2,5 und größer als minus 2,5 sein soll. Denk hier einen Augenblick nach. Wenn ich das auf die Zahlen gerade hier zeichne, hier sind 0 und 2,5, minus 2,5, beide Zahlen sind genau auf 2,5 von dem Nullpunkt entfernt, weil die Beträge von beiden gleich 2,5 sind. Wir suchen nach Werten, deren Betrag kleiner als 2,5 ist. Das heißt, dass es näher zum 0 als 2,5 liegt. Und das sind alle Werte zwischen minus 2,5 und 2,5. Und das ist genau das, was diese beiden Aussagen zum Ausdruck bringen. X soll kleiner als 2,5 und größer als minus 2,5 sein. Wenn der Betrag von x größer als 2,5 wird, dann müssen wir mit den Werten arbeiten, die diese Grenzen überschreiten. Da wir hier das Zeichen kleiner haben, lass uns klarstellen, welche Werte x hat. Der Abstand von hier bis 0 muss kleiner als 2,5 sein. Wir können schreiben, dass 2r minus 3 und ein Viertel kleiner als 2,5 und 2r minus 3 und ein Viertel größer als minus 2,5 sein soll. Und das gleiche hier. Ich zeichne eine Linie, um euch nicht zu irritieren. Dieser Wert hier soll größer als minus 2,5 und kleiner als 2,5 sein. Lass uns jede von diesen Aufgaben einzeln lösen. Also, die erste Aufgabe. Ich habe schon gesagt, dass ich alle Brüche nicht mag. Also, lass uns diese Brüche... Oh, Verzeihung, ich habe mich versprochen. Mir gefallen die gemischten Zahlen nicht. Also, lass uns das in unechte Brüche umformen. 2r minus 3 und ein Viertel oder 2r minus 13 Viertel ist kleiner als 5 Zweitel. Das ist die erste Ungleichung. Und hier ist die zweite Ungleichung. Wir machen das gleiche hier. 2r minus 13 Viertel ist größer als minus 5 Zweitel. Lass uns jede Aufgabe einzeln lösen. Jetzt werden wir die Brüche los. Um das zu tun, sollen wir beide Seiten mit 4 multiplizieren. Lass uns das ein wenig nach links verschieben. Nun multiplizieren wir beide Seiten mit 4. 4 mal 2r ist 8r, minus 13 Viertel mal 4 ist minus 13. Kleiner als, ich multipliziere positive Zahlen, also ändert sich das Zeichen nicht. 5 Zweitel mal 4 ist 10. Das ist richtig, 4 wird zu zweit, 4 mal 2 ist gleich 10. Also wir haben 8r minus 13 ist kleiner als 10. Jetzt können wir 13 auf beiden Seiten diese Ungleichung addieren. Wenn wir 13 auf beiden Seiten addieren, werden wir es links loswerden. Wir halten 8r ist kleiner als 23. Nun dividieren wir beide Seiten durch 8. Das wird weggekürzt. Wir sollen uns keine Sorgen machen, da wir durch eine positive Zahl dividieren. Wir halten r ist kleiner als 23 Achtel oder wenn wir es als eine gemischte Zahl aufschreiben, erhalten wir r ist kleiner als 2 und 7 Achtel. Das ist eine der Voraussetzungen. Aber wir sollen an noch eine Voraussetzung zurückdenken, weil wir hier und geschrieben haben. Die andere Voraussetzung sagt uns, dass 2r minus 13 Viertel kleiner als minus 5 Zweitel ist. Wir multiplizieren beide Seiten mit 4, also 4 mal 2r ist 8r,
4 mal minus 13 Viertel ist minus 13. Größer als 4 mal minus 5 Zweitel ist minus 10. Jetzt addieren wir 13 auf beiden Seiten dieser Ungleichung. Auf der linken Seite werden diese Zahlen weggekürzt. Es bleibt nur 8r größer als minus 10 plus 13, das ist 3. Nun dividieren wir beide Seiten durch 8 und wir erhalten, r ist größer als 3 Achtel. Hier sind die beiden Voraussetzungen. R soll kleiner als 2 und 7 Achtel und größer als 3 Achtel sein. Wir schreiben es so auf. R ist größer als 3 Achtel oder 3 Achtel ist kleiner als R, das kleiner als 2 und 7 Achtel ist. Wir werden dieses Ergebnis auf der Zahlengerade zeichnen. Hier ist meine Zahlengerade. Hier ist 0. Hier sind vielleicht 1, 2 und 3. Wir suchen Werte, die kleiner als 2 und 7 Achtel sind. Nehmen wir an, dass 2 und 7 Achtel hier ist. Und wir suchen Werte, die größer als 3 Achtel sind. Also 3 Achtel liegt irgendwo hier. Und all die Werte, die dazwischen liegen, sind richtig. Alles, was dazwischen liegt, ist richtige Lösung. Wir können überprüfen, ob das wirklich richtig ist. Wir werden beweisen, dass 1 kann die richtige Lösung sein. Also, 2 mal 1 minus 3 und 1 Viertel, was ist das? Es ist 2 minus 3 und 1 Viertel. Und wie viel macht das? 2 minus 3 und 1 Viertel ist gleich minus 1 und 1 Viertel. Lass uns den Betrag von dieser Zahl finden. Also, der Betrag von minus 1 und 1 Viertel ist gleich 1 und 1 Viertel. Das ist in der Tat kleiner als 2,5. Probieren wir es mit 0. Was passiert, wenn wir hier 0 nehmen? 2r mal 0 ist 0 minus 3 1 Viertel. Der Betrag von minus 3 1 Viertel ist plus 3 1 Viertel. Das geht nicht, weil 3 1 Viertel größer als 2,5 ist. Und das gleiche wird mit 3 passieren. 2 mal 3 ist 6. 6 minus 3 1 Viertel ist 2 3 Viertel. Der Betrag von 2 3 Viertel ist 2 3 Viertel. Und es ist größer als 2,5. Das ist auch fehlgeschlagen. Nun, zumindest die Werte, die wir ausprobiert haben, entsprechen der Lösung.